Ja, hallo, wie ihr seht, wir sind weder in Schweden noch in Deutschland, wir sind in Namibia. Und wir sind hier tatsächlich nicht einfach nur zum Urlaub machen, sondern auch zum Jagen. Und ja, ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, wie kommt es, dass ausgerechnet wir jetzt in Namibia gelandet sind? Wir reden immer von moralischer, ethischer Jagd, von den ganzen Hintergründen und so weiter. Und genau das ist der Grund, warum wir jetzt hier sind. Der liebe Sven und die liebe Caro haben uns nämlich eingeladen, mal herzukommen, hinter die Kulissen einer Jagdfarm zu schauen oder generell einer Farm, die auch dann Jagd anbietet und zu schauen, wie wichtig die Trophäenjagd eigentlich ist für die Leute hier vor Ort und gerade auch für die Einheimischen. Und jetzt sprechen wir mal mit Sven und schauen mal, was für ein Konzept die hier genau haben. Ja, Sven, nochmal vielen Dank für die Einladung. Dann erzähl uns doch als erstes mal etwas zu deiner Farm und was sie hier so macht. Ja, vielen Dank, Katha, dass ihr unser Angebot angenommen habt und hierher gekommen seid, um euch selber mal ein Bild zu verschaffen, wie das auf so einer Jagd- und Rinderfarm abläuft. Ja, wir haben 12.000 Hektar hier. Das ist im Familienbesitz meiner Frau seit 1945. Und Farmerei, wie man so schön sagt, ist ein Fass ohne Boden. Und das stimmt wirklich. Mhm. Durch Infrastruktur und sonstige Kosten ist das meistens schwierig, nur mit einem auf einem Bein zu stehen. Und deswegen machen wir auch Rinder und Jagd. Mhm. Ja, ich würde dann direkt mal auf das Jagdthema eingehen. Olli und ich, haben wir dir ja schon erzählt, waren selber am Anfang ein bisschen skeptisch, was die Trophäenjagd angeht, haben uns aber beide auch unabhängig voneinander schon dann doch immer mehr mit dem Thema beschäftigt, auch durch Bekannte und Freunde dann, und sind immer tiefer in diese Materie dann eingedrungen quasi und haben dann festgestellt, ey, Moment, Trophäenjagd ist ja eigentlich was sehr Wichtiges und was sehr Sinnvolles. Und da wäre es schön, wenn du jetzt einfach mal so aus erster Hand sagen könntest, was ist die Trophäenjagd und was macht die eigentlich aus? Ja, ich glaube, dass ethische und nachhaltige Trophäenjagd absolut wichtig ist. Wenn man alleine auf den finanziellen Aspekt schaut, ist 5% von dem ganzen Tourismus in Namibia ist Jagd, aber macht 25% vom, ungefähr vom Umsatz aus. Das ist von den Zahlen her schon mal sehr interessant. Und ich denke, viele, die nicht hier sind, die verstehen gar nicht, was ist Trophäenjagd. Sie sehen immer nur den Jäger hinter dem Tier und glauben, die Leute kommen hierher, schießen ein Tier, nehmen das Geweih oder die Trophäe mit und lassen alles hier liegen. Ne? Und das ist ja gar nicht so. Also da ist ja, steckt so viel mehr dahinter. So viele Leute, die davon profitieren, so viele Menschen, die abhängig sind von der Jagd. Und ich denke, das muss man verstehen. Wenn man das versteht und man sich davon ein Bild verschafft, dann hat man auch ein viel besseres Wissen über die ganze Sache. Ja, wir haben gerade, oder du hast gerade schon gesagt, klar, der Jäger nimmt normalerweise die Trophäe mit, aber da ist ja noch viel mehr. Da ist das Fell, das wird manchmal mitgenommen, aber auch nicht immer. Das Wildbret, und das wird natürlich nicht alles im Busch liegen gelassen. Das ist sehr wichtig, gerade für die Einheimischen. Und da habt ihr ja auch eine besondere Abmachung hier mit euren Arbeitern. Kannst du vielleicht da mal ein bisschen zu erzählen, wie wichtig dieses Wildbret, das Fleisch hier in Afrika für die Leute ist? Ja, ihr habt ja selber gesehen, unsere Angestellten oder unsere einheimischen Angestellten, die nehmen alles mit. Also bis auf die Hufen wird alles gegessen. Okay, die Trophäe wird vom Jäger mitgenommen. Das Fell ist entweder, wird das hier gesalzen und später verkauft oder der Jäger nimmt das mit, wie beim Zebra zum Beispiel. Unsere Angestellten bekommen 3 Kilo Fleisch die Woche. Wir haben 13 Angestellte, also kann man sich ausrechnen, das kommt ungefähr auf 150 Kilo im Monat. Da reicht schon mal ein Tier nicht. Ne? Und ich denke, das muss man auch verstehen, indem man die Trophäenjagd verbietet, verbietet man nicht das Töten der Tiere. Das muss weiterhin geschehen, weil die Leute müssen leben, die Leute müssen essen und Fleisch gehört nun mal zum Grundnahrungsmittel. Und wir Menschen jagen schon seit Hunderttausenden von Jahren. So, das ist ja nicht, als ob wir jetzt irgendwas machen, was wir noch nie getan haben. Und die Trophäe gibt einfach dem Tier noch einen extra Wert. Und das ist wichtig zu verstehen. Gejagt wird trotzdem. Ja, im Moment ist ja gerade leider wieder große Diskussion. Die wollen die Einfuhr verbieten, die EU, der Trophäen, damit quasi die Trophäenjagd verbieten. Ja, das ist erstmal eine Art der Fremdbestimmung. Auf der anderen Seite gibt das natürlich auch sehr viele Folgen für die Tiere, für die Natur, für die Menschen hier vor Ort. Wie wird das Ganze aussehen, wenn das jetzt wirklich so geschehen würde, wenn das so durchgesetzt werden würde? Wenn ich jetzt anfange bei meinen Angestellten zum Beispiel, wir haben 13 Angestellte, wir haben eine Köchin, wir haben 3 Putzfrauen, wir haben 3 Leute im Garten und der Rest im Feld. Also von den 13 Leuten könntest du sagen, bräuchte ich 6 nicht mehr, wenn die Trophäenjagd verboten wird. Das heißt, die würden eventuell höchstwahrscheinlich ohne Arbeit da sitzen und natürlich zu Armut beitragen. Man muss auch daran denken, dass jeder Angestellte hier nochmal 10 Leute mitfinanziert, also mitfüttert, wie auch immer man das sagen will. Das ist ganz wichtig zu verstehen. So, du affektierst nicht nur 6 Leute, sondern 60 Leute in dem Fall. Und wir sind eine von 700 Jagdausstattern. Und wenn du das mal multiplizierst, okay, und wenn du die ganzen anderen Leute, die noch die Taxidermie und wer alles da noch mit drinne hängt, dann kommst du nachher auf 100, 150.000 Menschen, die direkt
affektiert sind durch das Verbieten. Und bei einem Land, was sowieso schon von Armut erschüttert ist, wenn man so sagen kann, oder geprägt ist, ist das natürlich katastrophal. Ja. Ne? Und dann nochmal auf die Tiere einzugehen, ist das natürlich auch so. Wie schon gesagt, unsere Farm trägt viele Kosten. Das heißt, ich müsste in dem Fall jetzt mit Rindern mich multiplizieren. Und mehr Rinder heißt, ich brauche mehr Weide und ich brauche Finanzen, um mehr Rinder anzuschaffen. Das heißt, wir haben ungefähr 1200 Stück Wild hier. Und streng gesehen müsste ich davon 2/3 reduzieren. Mhm. Das heißt, ich müsste 2/3 von meinem Wild hier rausschießen, damit ich nicht mehr die Konkurrenz zur Weide habe und damit ich auch die Finanzen habe, um mit Rindern weiterzumachen. Na, und das ist jetzt nur auf einer kommerziellen Farm. Dann haben wir noch die ganzen kommunalen Jagden, wo sich die Leute unglaublich einsetzen für gegen Wilderei und so. Und wenn die Tiere keinen Wert mehr haben mit der Trophäe, dann wo sollen die Kosten herkommen? Also wo soll das Geld herkommen? Ne? Genauso mit Füttern. Ja, ihr habt jetzt gesehen, das ist ziemlich trocken hier. Ich müsste dieses Jahr füttern. Jetzt mache ich das, weil das Wild hat einen extra Wert für mich. Ich muss es machen, ich kann es machen finanziell. Aber sollte die Trophäenjagd verboten sein, warum soll ich die Tiere füttern? Ich muss dann nach meinen Rindern schauen. Ne? Mhm. Und das ist, was die Leute verstehen müssen. Ne? Ich denke, das ist kontraproduktiv. Ne? Trophäenjagd verbieten heißt, also Population der Wild, vom ganzen Wild in Namibia, denke ich, wird halbiert, Minimum. Mhm. Ne? Und das muss man verstehen. Ja. Dazu möchte ich vielleicht auch noch mal einwerfen. Wir haben, wie gesagt, ja auch schon recherchiert. Und wenn man jetzt wirklich mal so in die Wildbestandstatistiken reinschaut, ist es so, dass auch seitdem die Trophäenjagd wirklich so in diesem Stil gemacht wird, die Wildbestände von den meisten Tierarten wieder gestiegen sind. Also es kommt dem Wild zugute. Und dazu muss man vielleicht auch noch sagen, eine gute Trophäe, was ja der Jäger, der dafür bezahlt dann haben möchte, kommt nur zustande, wenn nach dem Wild geschaut wird, wenn es gepflegt wird, wenn es gehegt wird und wenn man wirklich sich drum kümmert. Das ist nichts, was einfach so wächst. Das heißt, die Trophäenjagd sorgt auch dafür, dass sich wirklich ums Wild gekümmert wird. Ja, das war jetzt sehr viel auf einmal, sehr viele Daten, sehr viel vielleicht auch zu verarbeiten, wenn man jetzt noch nicht so im Thema drin ist. Sven, gibt es irgendwas, was du den Leuten vielleicht nochmal mit auf den Weg geben würdest? Ja, ich würde gerne jeden Anti-Trophäenjäger einladen zu uns, dass er mal zu unseren einheimischen Angestellten hingeht und sich da hinsetzt und denen erklärt, dass er die Trophäenjagd verbieten möchte, aber keine Alternativen hat, womit die sich in Zukunft ernähren können oder womit sie Geld verdienen können. Ja, wir sind jetzt noch beim Thema Einheimische. Du hast ja schon gesagt, die würden ihren Job verlieren. Damit wäre natürlich die Bezahlung weg. Aber nicht nur das, ihr stellt denen auch noch eine Hütte, in der sie hier leben, ein Haus, was im Verhältnis zu afrikanischen Wohnverhältnissen sehr, sehr gut ist. Und das wäre natürlich auch weg für sie und ihre Familien. Sie wären also nicht nur arbeitslos, sondern auch obdachlos. Und ja, darüber, wo sie jetzt wohnen, im kleinen Dorf, gehen wir jetzt mal, sprechen mit ein, zwei Leuten und fragen da mal, was sie so zu dem Thema sagen, dass man auch mal direkt aus erster Hand sieht, was hier die Einheimischen vor Ort wirklich sagen und dass es nicht immer nur über die Köpfe hinweg ist. Ja, wir gehen jetzt rüber zu Lokasi. Das ist da, wo die einheimischen Mitarbeiter wohnen. Die bekommen dort ein Haus gestellt, wo sie mit ihren Familien leben können, bekommen Wasser, bekommen Strom, alles umsonst und das noch zusätzlich zu den Lebensmitteln und zu dem Fleisch, was sie sowieso schon kriegen. Und wir werden uns jetzt auch mit denen darüber unterhalten, was sie davon halten, dass die EU jetzt die Trophäenimporte und damit de facto die Trophäenjagd hier in Afrika verbieten möchte. Hey. Ja? Oh. Bist du hier, Olli? Das ist Benni, sein Sohn. Der muss eigentlich operiert werden am Gehirn. Aber der Benni traut sich nicht. Ne? Benni ist bang, ne? Benni hat Angst. Aber ich hätte auch Angst. Ne? Guck mal da. Siehst du, Olli, was ich meinte, wie viele Leute hier wohnen? Es ist jetzt zwar Ferien, viele sind eigentlich in der Schule. Ne? Wie ist alles in der School? Hand ab. Wie ist bei School? Das ist Shirumbu. Der ist Ach, ja. Okay, das ist Benni und Naftali, das sind so meine rechte und meine rechte Hand. Und die zwei sind schon hier auf der Farm, da war Caro noch sehr jung, ne Schatz? Ja. Also Benni ungefähr 25 Jahre plus minus und Naftali 20. So, die Problem ist, wo kommen uns von Dach mit ihr will Brat? Die Mänze in Deutschland, alle will stop die Jagd von Trophäe. Alle will stop, die Mänze. So, nou wil ik voor jullie vragen, hoe voel jullie als die mensen, jullie willen nou stop die jacht en jullie misschien van jullie verloor die werk en van jullie kinders het niet meer kost niet.
Weil hier die Blase kann nicht so bei mir sein, als uns nie jachni. Als uns nicht Bierste mag, dann hätte uns muss nie bei mir sein, oder? Wir gehen sechs Menschen auf so, er lädt nicht mehr Werk. Das haben die Familie, er lädt nicht mehr heiß. Wie viel Jelle? Voll schlecht. Voll schlecht? Nehmen wir auf. Menschen kommen. Menschen müssen kommen. Ja. Und die Jagd. Das ist Geld gleich. Ja. Und es Mut, ne? Ja, es Mut. Mal, als, was soll ihr für deine Menschen sehen, als alle für euch noch so kommen und sehen, ihr habt nicht mehr Werk, niemand. Ey, hey, voll, ey, ihr müsst nicht die Box geht nicht. Ey, voll schlecht, Meister. Unser Mut voll, so ist Meister voll. Die Achter, die kann kommen. Lass die Krei, unsere Uhr, die Krei leben bei Meister. Mm. Ja. So. Ja. Ja, die sagen halt, dass es für sie ganz schlecht wäre, weil genau wie wir davon leben, müssen die auch davon leben. Ne? Und dass das natürlich ganz schlechte Auswirkungen haben könnte dann. Ja. Und die Probleme sind in Deutschland, weil alle noch, auf in Europe, weil alle noch sehen, dass die Trophäe-Jach macht nicht mehr Trophäe-Jach, wie es nicht. Die Menschen ist es, die kann, alle wird nie was dran an. Deshalb kommen sie die Menschen gebracht, dass sie ein bisschen Video machen, dass sie sehen. Ja. Die Blase ist nicht von den Dingen durchgeht, die man sieht, die macht Foto. Ja. Und es gebraucht die Fleisch. Ja. Wie viele Menschen leben von den Fleisch? Wie viele Menschen leben von den Salaris, die kommen? Ja. Ne? Ja. So, deshalb kommen sie die ganze Dinge gemacht, dass sie ein bisschen. Ja. Menschen wissen. Ja. So, ja. So, alle wollen nicht wissen von ihnen, wie viele ihnen. Ich meine, als jemand, was an der Land ist, so kommen für euch sehen, nee, ihr macht nicht mehr so Werk nicht, und ihr kann nicht mehr Trophäen geht, dann sei ihr muss hufen. Ja. Ich kann muss quad. Ja, ist halt quad. Ja. 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 Kann nicht mehr hufen. Ja. Ne? Gerade bei uns ist die Menschen, die machen so, die Government, die machen so, die machen unser Land auch bankrott. Mhm. Lange Menschen, die werken bei Platz. Ja. Und die Dorf, da sind die Menschen nicht. Ja. Bei Dorf, Ambar, da sind nicht die Menschen, die Schule. Ja. Die Menschen, die nicht Schule nicht, und sie haben bei Platz. Mhm. Die leben da so. Ja, er sagt halt, es ist, auch die Regierung macht einen großen Fehler mit ihrer Korruption und so. Der sagt halt, das Problem ist, wie viele Menschen auf Farmen arbeiten und wie viele Menschen von den Farmen abhängig ist. Das wird ein bisschen unterschätzt. Ja. In der Stadt oder im Dorf sind eigentlich hauptsächlich nur die da die Arbeiter haben und vielleicht die Schulkinder. Der Rest ist alles auf den Farmen. Du siehst ja, wie viele Leute hier sind. Ne? Ja. Und wo bleibt ihr so? Moi. Ja, wir haben ein gutes Leben hier. Und wenn ich Fußballresultate haben will, dann muss ich nicht Naftali fragen, weil der hat Satellitenfernsehen. Ne? Hm? Guckst du Fußball? Ja. Ja? Moi. Ja. Alfred, was fühlt ihr? Ja, Herz ist moi. Okay, gut. Ja. Ich kann bei Groß, bei Dorf gehen. Ein nach Dorf, Meister. Bei Wendel hoch, ein nach. Ich kann nicht die Biggie Sam, die packe Fleisch. Dann die Menschen, die wackere die Fleisch. Ich lege hier zu viel Liebe. Es ist moi, Liebe, moi. So ist bei Groß, bei Dorf, ne? Bei Petalwater, Haut, Krach, alles. Dann müssen sie kriegen alles, so für nicht. Ja. 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 Er sagt, die haben ein besseres Leben, weil die haben Holz, die haben Haus, die haben Strom, die haben Wasser. Und in der Stadt musst du für das alles zahlen. Und die sagen auch, wenn sie in die Stadt gehen mit einer Packung Fleisch, sind die Leute immer gleich neidisch oder eifersüchtig. Weil wo kommt ihr an das Fleisch? Wieso habt ihr so ein Glück? Also einfach auch die Bedeutung, was Fleisch hier bedeutet. Ne? Ja. Moi. Ne? Ja. Okay. Wir sollen den Jägern sagen, ihr müsst bitte kommen. Benni möchte mit euch jagen, ne Benni? Ja, okay, gut. Last ist, als ihr, wie viel jelle, als die Menschen bislei da kannten, mal alle fragen nie für jelle, wie viel jelle. Ne? So ist Government, ich mag bislei, mal ich frage nie für alle Menschen, wie viel jelle wo da ich bislei. Als Menschen so mag, wie viel jelle. Ist das recht oder verkehrt? Ne, ist verkehrt. Ja. Ja. Alle moet für alle auch Frau auf Cake. Ja, und sie muss Frau. Ja. Auf was sie sehen, was sie Probleme kann kommen, als jelle. Ja. Ne? Ich meine, als bei Menschen nicht mehr werken, was muss je machen? Dann muss je Schlag auf Stil auf, ne? Ja, nicht die Idee ist klar. Ja. Ja, die fühlen. Nee, die Idee, keine Stil. Ja.
Die fühlen halt das nicht richtig, dass sie nicht einbezogen werden, auch von der Regierung, ne? Oft in Entscheidungen. Ist ja auch so, ne? Es wird immer so über den Köpfen entschieden. Ja. Nee, danke, Jelle. Ja. Ist da noch irgendwas von eurer Seite, was ihr fragen wollt? Dann übersetze ich das noch. Hast du noch irgendwas, was du fragen willst? Nö. Du? Nee. Wir würden jetzt haben, Babachan. Ja. Babachan, ja. Ja. Matthias, yay! Also das ist so getrockneter Pansen, der wird dann gesalzen. Ich denke, das ist einfach nur, um das zu erhalten. Und dann wird das wieder gekocht. Wo ist das dann in die Potten? Ja, das ist in die Potten. Und dann? Dann Kurkos, dann ihr das. Nicht so auf, Mengele mit Itzhof. Aus ihr mit Papp. Mit Papp, ah, okay. Also mit Maispapp. Und dann wird das da reingemischt. Und das essen die. Lecker. Ja, ui, lecker. Moi, lecker. Ja, diese, worüber wir jetzt gesprochen haben, diese Pansenstücke, die sind von euch, von euren Tieren, also dank euch. Und nur wieder ein Zeichen, dass alles verwendet wird, ne? Kommt der Niedere da da. Ja, das war unser Beitrag zur Jagd bzw. Trophäenjagd in Afrika. Natürlich gibt es noch tausend andere Aspekte, wie hat die Trophäenjagd mit der Finanzierung von Parks und so weiter zu tun. Das sind aber Sachen, die würden jetzt viel zu weit führen. Das war jetzt erstmal das, was uns am Herzen lag, dass man wirklich auch mal die Leute vor Ort hier spricht, wirklich deren Meinung mal hört. Wir hoffen, wir konnten euch gut mitnehmen. Wir selber kannten es ja auch schon von der Theorie her, haben uns ja vorher, wie wir schon mehrmals gesagt haben, sehr viel eingelesen, sehr viel recherchiert. Aber nochmal hier mit eigenen Augen zu sehen, wie viel wirklich dahinter steckt, wie viele Familien, wie viele Existenzen, das war für uns selber auch nochmal so ein richtiges Aha-Erlebnis und hat uns sehr die Augen geöffnet, und ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen auch noch mal überzeugen und mitnehmen.